Moin Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis aka Fragrance Talk aus Hamburg. Für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Habt ihr Bock auf neue Releases? Sind mal wieder welche neu am Start? Und ich habe mal welche rausgesucht, die für euch ganz interessant sein könnten. Und für mich auch eventuell. Und ja, wir ziehen mal ganz schnell durch, oder? Habt ihr Bock? Okay, Invictus. Paco Rabanne Invictus Parfüm. Ja, der Flakon ist neu. Schaut euch den an, wenn er so wirklich so rauskommt. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber ich kann nur Lavendel Sandelholz aktuell sehen. Ja, egal, Paco Rabanne Invictus. Ob das so sein muss, weiß ich nicht. Dann kommt, jetzt wird's interessant, Louis Vuitton zwei neue Düfte. Pur Ambre und Pur Santal. Ja, da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber das wird wahrscheinlich wieder von einigen getestet werden und der könnte wieder, oder das könnte wieder, ja, großes Thema werden. Dann kommt Electimus mit Cupid's Kiss raus. Ja, da bin ich gespannt. Die Brand Electimus solltet ihr auf dem Schirm haben. Ist sehr gut, hat keine schlechten Düfte. Ich habe einige Düfte, extrem stabile Flakons, wer die immer noch nicht kennt. Und Oud, Sandelholz, Pfeffer, Bergamotte. Ja, klingt interessant. Könnte auch interessant werden. So, dann nehmen wir mal den, wer kommt als nächstes? Wen haben wir denn noch hier? Denn, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt interessant für euch ist. Der Bodicea The Victorious Dragon. Das wird bestimmt auch nicht ein günstiger Duft werden. Mit Zimt, Safran, Amber, Vanille, Moschus, Kaschmir-Moschus. No, klingt interessant, könnte interessant werden. Könnte ein bisschen cremig werden, blumig dazu. So, dann kommt Karl Lagerfeld für die Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen. Obwohl ich weiß nicht, keine Ahnung, wie teuer. Rouge Eau de Parfum und die Farbe. Also wenn die jetzt da tatsächlich auf Baccarat Rouge noch umsteigen oder aufspringen wollen, denn weil möchte ich gerne wissen, wer da in Marketing sitzt. Allerdings Pfirsich, Orange, Jasmin, Patchouli, obwohl es ist egal, Amboxan, Vanille, Karamell, es ist kein Safran drin, es ist egal, was da drauf steht. Trotzdem kann es in die Richtung gehen, ihr kennt das, es muss nicht immer gleich riechen, ja. Also, dann kommt wieder ein Duft, Amazonian Rose von Carolina Herrera. Die Brand geht immer so an mir vorbei. Ich habe einen Duft von der nur. Der schrecklichste ist dieses, wie heißt der? Der Privé, den alle so gefeiert haben. Oh, ich komme mich nicht gegen an. Kardamom, dann fruchte ich hier und so weiter. Ja. Könnte für euch interessant sein, oder? Weiß ich nicht. Dann, die werde ich jetzt nicht einblenden. Guerlain bringt, glaube ich, 7 neue Düfte raus, außer teuren Line. Aber ich glaube, die kriegen alle nur einen Feinschliff und einen neuen Flakon. Das finde ich so ein bisschen, das Einzige, ein bisschen komisch bei Guerlain. Sonst, ja. Dann, Jo Malone bringt auch 3 neue Düfte raus. Einmal hier der Tonka Cologne Intense, Myrrhe Tonka Cologne Intense. Da habe ich aber keine Inhaltsstoffe. Einmal der und dann bringt er unten Jutsu Zest, Yellow, Hibiskus raus und ja, das alles so für den Frühling, Sommer, haut er da so einiges raus, würde ich mal behaupten. Ich könnte jetzt euch immer den Inhaltsstoff, nicht bei jedem übrigens, Jutsu Sandelholz, klar ist bei Jutsu Zest drin, aber es bringt euch nicht, weil ihr trotzdem kann der Duft immer anders riechen. Hauptsächlich ist ja wichtig zu wissen, welcher Duft rauskommt, für mich zum Beispiel auch. Alles andere kommt dann, finde ich. Zum Beispiel ist das unwichtig für mich, Armani Acqua di Gio Profondo Parfüm. Armani haut alle neuen nochmal raus, alle. Ob das Eau de Toilette ist und so, alles 2024 erstmal neu. Aber optisch wird nichts geändert. Flakon, glaube ich, gleich, ne? Ja, bisschen, also finde ich schon ein bisschen verarschelt, ne? Und jetzt auch nochmal wichtig. Tom Ford, Oud Wood, das Parfüm kommt raus. Da bin ich mal gespannt. Ist er nur stärker oder riecht er anders? Oud, Patchouli, Tonkabohne, Kardamom, Pfeffer, Vetiver, Sandelholz, Vanille. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Genau wie der nächste. Why das Elixier kommt. Ich habe aber gehört, in Amerika kostet der $180. Für ein Why Elixier. Respekt, Lavendel.
Weihrauchud, aber es ist Ud mit drin. Ne? Deswegen muss man das ja auch teurer machen. Wird definitiv kein echtes Ud sein. So, und jetzt kommen wir zu einem Duft, den werde ich, die war der einzige davor. Ich finde, das Omon Jane macht auch, bringt auch zwei neue Düfte raus, finde ich cool. Eine sehr geile Band. Mon Tabaco Cuba und Mon Tabaco Flor. Flor. So, das andere wird für die Dame vielleicht sein und das andere wird, obwohl das wird Unisex sein, gehe ich von aus. Ja, und dann bringt, achso, auch noch einen, auch mal schnell reinhauen, Mont Blanc Legend Blue. Ja, das könnte gar vielleicht für die Leute, die, obwohl das wird dann einfach auch nicht günstig sein, Amboxan, Moschus, Sandelholz, Zeder, Lavendel und Pfefferminze könnte interessant werden. Aber jetzt zum Schluss, ich habe ja gesagt, mein Elixier sollte Schluss sein. Hugo Boss kann es einfach nicht sein. Triumph Elixier, Boss Bottle. Triumph Elixier. Ist das euer Ernst? Das Elixier ist doch gut geworden. Hört doch auf und bringt endlich mal was Neues. Triumph Elixier. Patchouli WTW. Was? Lassen wir es so stehen. Wirken lassen. Triumph Elixier. Sie werden die Ersten sein, die nach dem Elixier einen neuen Namen haben. Triumph Elixier. Merkt euch bitte, ich wiederhole es nochmal, Triumph Elixier. Jetzt bin ich gespannt, wer nachzieht. Und es wird wahrscheinlich gar keine neuen Düfte mehr geben, sondern nur noch Ableger, statt einfach mal eine neue Line zu machen. Aber wir werden gespannt sein. Triumph Elixier. Aber auch auf die neuen Düfte. Und ich werde euch natürlich wieder auf den Laufenden halten. Es werden ja immer wieder neue Releases kommen, die wir erfahren, ich erfahre. Und dann werde ich euch natürlich darauf aufmerksam machen. So, haut rein. Ja, und wenn ihr Bock habt auf sowas oder auch Hoodies, auf gute Qualität, auf ja typisch so Nordsee, Ostsee-Feeling, geile Klamotten, dann schaut mal unten mal, ich habe eine schöne Verlinkung zu Adenauer & Co. vorbei. Ja, also Leute, dann macht's gut und reinhauen.